Das ja, ich war kein Hipster, aber... Lanza gehört und jetzt hast genau. du David Bowie und Elton John. Ich habe Lanza gehört, als Rechtsextremismus noch nicht cool war. Was ist hier eigentlich? Zwei Hosen übereinander an, ich kotze. Ja, es ist echt ätzend. Es kommt auch die Zeit zurück, wo man Handschuhe tragen muss. Ganz furchtbar. Ja, ekelhaft. Aber Tino, es kann sein, dass ich mich im Laufe der Sendung ausziehe. Zum einen, weil es warm ist und zum anderen, weil du so gut aussiehst. Schade. Hallo, Leute. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir haben Bock. Aber richtig. Und wir sind Tino Ranacher und Robin Nosterafu. TV. Hallo, Leute. Und ihr seid alte Menschen, die am Radio gerade eine Sendung hören. Sterbt endlich. Hast du gesehen, dass wir bei Wikipedia sind? Wir sind bei Wikipedia. Beziehungsweise ich bin bei Wikipedia. Ich bin zurück. Und habe gesehen. Aber schön, dass du dich schon als wir bezeichnest. Richtig, nee, habe gesehen. So eine Entität. Nein, das kommt jetzt. Und zwar ist da auch ein Satz drin. In der wöchentlichen Podcast mit Robin Nosterafu berichtet er über die Geschehnisse der letzten Woche. Irgend sowas. Was ihr jetzt nicht Internet. Wisst, Tino hat das alles selbst geschrieben. Den letzten und jetzt so, irgend sowas so in einer wöchentlichen Sendung, ich weiß es nicht genau. Nein, vor 2 Jahren hatte ich ja schon mal einen Artikel, den habe ich zum Teil selbst verfasst, nicht komplett. Und habe ihn erweitert, weil es schon einen Entwurf gab. Und ich dachte mir, jetzt mache ich lieber alles selber. Hast noch ein bisschen Penisgröße und so abgeändert. So ne? ist es. Ja. Dann ist er gelöscht worden, der Artikel, aus fehlender Relevanz. Jetzt sind 2 Jahre vergangen und ich dachte mir, ich versuch's nochmal. Ja. Hab den Artikel ja gespeichert damals, hab ihn nochmal hochgeladen, erweitert und mich wichtiger gemacht, als ich bin. Also als ich vor 2 Jahren war. Hast du angefangen mit, diese Person ist sehr wichtig, bitte Wikipedia, nicht löschen. Genau, und bis jetzt, seit einer Woche oder so, ist der Artikel wacker drin. Das hättest du halt jetzt hier im Podcast nicht sagen dürfen, ne? Jetzt kommen die ganzen Trolle. Ach, ich glaube nicht. Sagen, der Tino, den gibt's gar nicht, das ist Fake News, der ist eine flache Erde. Aber tatsächlich ist der Artikel nicht zu 100% von mir. Also es haben auch andere Leute dran gewerkelt und recherchiert. Und war auch begeistert von den vielen Quellen, die da unten sind, die ich teilweise gar nicht kannte. Ich könnte den Artikel um ein paar Dickpics erweitern. Ja, bitte. Ja? Du hast ja ein paar von mir. Ja, ich sammel die. Wie so Pokémon-Karten. Ist richtig schön. Dick-Imon-Karten? Ja! Warte mal, du hast mir da erzählt, da gibt es so eine Seite, wo man seinen Penis genau beschreiben kann. Kann man dann irgendwie mit genau, der dickcode.net oder .com, keine Ahnung. Witzig. Sehr witzig. Ist in der schwulen Szene sehr, sehr verbreitet, dass du statt Dickpics diesen Dickcode verschickst, dann siehst du Größe, Länge, wie viel du ejakulierst und das wie... Das ist der absolute Hammer. Es gibt immer bei jedem so 6 verschiedene Beispiele oder so, du kannst das auswählen, was zu deinem am nächsten kommt. Wie behaart, welche Farbe, echt alles drin. Unfassbar, was es nicht alles gibt. Stell dir das mal vor in der heterosexuellen Szene, ja. Was das für ein Outcry wäre, weil der Feminismus würde implodieren, wenn plötzlich Frauen ihre Scheiden irgendwie... Scheidencode.net. Ja, wenn die plötzlich da irgendwie angeben. Wie weit, wie tief, wie haarig, kommt das alles so ein bisschen, weißt du, wenn es so rauskommt. So. Ist der Kanal gerade oder muss man da irgendwie so einen kleinen Slalom absolvieren? Das ist unfassbar. Ich fände es gut. Auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns eure Dickcodes zukommen lassen. Sehr gerne. Wir bewerten die in der anschließenden Folge. Ja, das sind wir, ne? Brennpunkt Internet. Wir erzählen über Tinder und machen Dickcode, lol, er hat Penis gesagt. Es geht nur um Schwänze und Titten eigentlich hier. Meine Konstruktion hält ja nicht. Nein, wir sind natürlich Brennpunkt Internet, weil wir über internetrelevante Themen sprechen, die letzte Woche wirklich, wirklich brisant sind. Relevant waren vor allem für uns, für euch, für alle. Für alle. Und ich habe gehört, zur 40. Folge, die vor 3 Folgen waren, wollten wir richtig professionell werden. Und Jingles einführen. Ja, machen wir jetzt einfach, indem wir improvisierte Jingles einfügen. Klar, warum nicht? Ja. Wollt ihr nicht irgendwie, was hatten wir das? Ach genau, Herr Rodes hatte die Idee, dieses Beds Are Burning oder so, was ist das hier? Ja, ich kenne das. Nee, das war nicht der Song. How do you dance, man? Ja, ich kenne dich. Ja, aber der Song war es nicht. Das Gedicht, was Ricky uns geschrieben hat. Ah, ja, mit einer Melodie, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welche Melodie das war. Doch, das war von We Didn't Start the Fire. Ah, siehst du, irgendwas mit Feuer, ich wusste es doch. Ja, schön, liebe Leute. Hallo, herzlich willkommen bei Brennpunkt Internet. Jetzt geht's aber wirklich los. Oder wollen wir vorher noch kurz irgendwie was sagen? Wie geht's uns? Ach nein, uns geht's immer gut, komm, ist egal. Uns geht's immer gut. Fantastisch. Ich sag vielleicht noch kurz, was ich war auf dem Konzert von Blood Red Shoes, will ich hier nochmal erwähnen. Ja. War ganz toll. Am Anfang war da so, habe ich gerade erst Kalle nochmal geschickt. Da waren so
5, 6, ich sag mal so 60-Jährige, also noch unter unserem Alter der Radiozielgruppe. So alte RAF-Mitglieder so. Genau, ja. So ungefähr. Und also die Musik ist jetzt nicht unbedingt, also es ist nicht die Zielgruppe, sag ich mal. Man kann die schon hören, wenn man 60 ist. Mhm. Auf jeden Fall standen die halt genau vorne in der Mitte, so in der fünften Reihe, da, wo es eigentlich immer ordentlich auf die Fresse gibt. So. Und die standen da vor dem Konzert und ich dachte so, okay, bleiben die hier? Wissen die, was hier los ist? Und dann, wo sind die hier? Der erste Song ist halt noch so ein experimenteller vom neuen Album, der ist noch recht ruhig, aber dann ging es halt voll Stoff in die Schnauze. Hm. Ja. Und du hast diese 60-Jährigen auf einmal in alle Richtungen wegfliegen sehen. Wann kommt denn der Flori Silbereisen? Je me perds. Ich weiß nicht, kannst du Französisch sprechen? Je me perds. Ganz wenig. Je me perds. Poperze. Ja, genau. Je me Poperze heißt der Song. Ich bin ein Arsch. Eine Minute 50 geht ja, aber es geht sofort straff los. Richtig geil. Das heißt, ich heiße Arsch, oder? Je, ja. Oder ich bin, ja. Irgendwie je me. Nee, je suis Arsch, heißt ich bin. Je suis. Ja. Tim Kellner habe ich im Livestream kritisiert vor 2 Tagen. Der hat hinten auf seinem Dings je suis Deutschland. Oh. Ja. Dumm. Das macht auf ganz vielen Ebenen keinen Sinn, oder? Nee. Ich bin ja auch nicht Deutschland. Schiss wie Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Je m'appelle Deutschland. Ich lebe in Deutschland vielleicht. Ich bin François. Das macht alles keinen Sinn. Aber zum Thema Konzert, ich bin jetzt am... Habe ich gerade Frankreich als François übersetzt? Ich glaube, François. Ich glaube, genau. Das war mindestens genauso dumm. Aber heißt nicht Franzose François oder so? Nee, wie sagt denn der Franzose zu Frankreich? François. Jean-Luc François. Ich dachte schon, so eine Art. Keine Ahnung. Schreibt es uns in die Kommentare, liebe Leute, auf YouTube. Oder Deutsche, wir ergeben uns. Oh, wir haben Post wahrscheinlich. Schon wieder? Gerade kommt das Zeichen von Markus. Ach, dieses wir sollen berühmte, kurz wir anhalten. Haben Postzeichen. Wer kennt es nicht? Sie haben Post. In Radio Lotte, so ein verhasstes Zeichen. Ach, die Brennpunkt-Internet-Leute haben dann schon wieder wir Post, gleich, ey. Werden wir gleich gefeuert, das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Es ist, gibt hier Budgetkürzungen. Ja, er hat eine Postkarte in der Hand. Die ist ja aber schön. Aber sprich doch mit Redakteuren. Na, dann müssen wir noch kurz Zeit schinden. Ja, zum Thema Konzert. Ich bin jetzt, kommt ein Donnerstag, glaube ich, am 14. Mhm. in Frankfurt bei Palisades, so wie die heißen. Und Paradise. Und Sleep. Sleeping with Sirens. Ja, immer rein. Hier immer kommt rein. Der Programmchef. Das wird direkt hier eingebaut. Meine Damen, vielen Dank. Mit der meisten Fanpost. Ja, die einzigen fast. Großartig. Vielen Was Dank. Ist das? Ist da ausgedruckter Text hinten drauf? Ja, ist auch. Was ist denn also das für ein Meisterwerk? Also hier sehen wir eine Postkarte mit Herodes und Robin drauf und darunter eine Katze und einen Zwiebelkuchen oder irgendwas und ein Pelzzwiebelglas, Zwiebeln und ein Radio. Fotogeshoppt, ne? Ja, da steht bei Herodes, Attila Hildemann. Okay. Frank Rosin, bist du? Alles klar. Und bei der Katze unten ist ich. Sind die irgendwie. Ach, ist das von Donnernde Katze? Und das dann, kann sein. Und dann ein Gedicht. Der Herbst, der ist da. Nach guten Videos ist schwer zu suchen. Da wäre es wunderbar, wenn eines erschiene mit Zwiebelkuchen. Oh, shit. Und hinten drauf ein Text. Hier steht. Ach, Frank Rosin ist ein Koch, ich hab's schnell mal weggegoogelt. Das ist ja ein treffender Name. Das ist aber nur für dich, glaube ich. Hier steht Radio Lotte, Robin Noster, Brennpunkt Internet, Goetheplatz 12, 09423 Weimar. Ich lese vor, ich zitiere: Hey Robin, hiermit möchte ich dir eine engagierte Postkarte schicken. Um dich dazu zu bewegen, einmal in einer ruhigen Minute die Speicherkarte mit den verschollenen Aufnahmen rauszusuchen, gut zu verwahren und beim nächsten Besuch aus. In Köln dem guten Herodes zu geben. Mhm. Überzeugende Argumente dafür. Ich freue mich. Herodes freut sich. Er kann vielleicht die Daten retten. Wir Nostarafikis bekommen, wenn's klappt, ein Video. Und der YouTube-Algorithmus freut sich dann auch. Mhm. Und Herodes hat mir geschrieben, dass das Zwiebelkuchenbacken das beste Video ist, ja. Das ihr je gemacht habt. Ja. Okay, das war's mit meinem Anliegen. Doppelpunkt 3. Beste Grüße nach Weimar, auch an Tino und an die Radio-Lotte-Person, die das hier gerade heimlich liest. Doppelpunkt, Eckklammer zu. Also so ein Smiley. Karacho-Kater. Also doch Karacho-Kater. Shit, alter Karacho-Kater. Also hast du wundervoll gemacht. Ich habe ja auch schon einige Programme, also wir waren in einer Sendung im Fernsehen und haben einen Zwiebelkuchen verkackt, wollten den danach backen. Ich hörte davon, das verkackte Rezept nochmal anwenden und nochmal besser machen quasi. Und
ich habe diese Speicherkarte dann in den PC geschoben und dann hieß es hier, geht gar nichts mehr, bla, kann nicht zugreifen, braucht bla 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 und so weiter. Ich habe da schon echt viele Programme irgendwie runtergeladen, hat mir zum Beispiel Hitman auch was geschickt und so. Ich habe da ganz viel ausprobiert und bis jetzt hat nichts funktioniert. Und ich weiß nicht, ob da viel Hoffnung ist. Kann man natürlich nochmal schauen, aber im Zweifel, keine Ahnung, backen wir halt nochmal einen Kuchen. Was weiß ich. Einen neuen Kuchen. Einen veganen Käsekuchen. Aber das Bild hier, das kommt auf jeden Fall direkt an unsere Wand. Das ist ja großartig. Vielen Dank, Karacho-Karte. War jetzt nicht ganz so Radio-Lotte-relevant, aber ihr habt dafür gesorgt, dass wir in der Redaktion noch ein bisschen faster sind, weil so, wir andauernd Fanpost kriegen. Die lieben uns. Ja. Nur noch ganz kurz abschließend, und zwar bin ich in Frankfurt am 14., glaube ich, bei, ich weiß nicht, wie die Band heißt, Palisades oder so, mein Bruder liebt die. Palisaden. Und die sind Vorband von Sleeping with Sirens, und wenn ihr Lust habt, vielleicht kommt ihr auch irgendwie jemand von euch vorbei. Okay. Kommt aus Frankfurt zum Konzert. Ich habe mir am Donnerstag nächste Woche oder Freitag nächste Woche, und okay, da sind ganz viele tolle Bands, so Emo-Bands quasi. Interessiert mich brennend. Emo-Bands. Nee, Samstag ist es, glaube ich. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Emo-Bands, die sind auf dem Vormarsch, habe ich gehört. Da gibt es jetzt auch diese neue Band, Tokyo Hotel. My Chemical Romance, ach so. Ach so, nee. Ja, die gibt es auch jetzt wieder. Ist egal. Wir haben jetzt 10 Minuten Vorgeplänkel gemacht. Jetzt müssen wir aber langsam reinkommen in die Themen. Ich würde ganz gerne beim Thema Musik kurz bleiben. Ich mache gerade ein Ding. Ach so. Das war die Woche. Was ist die letzte Woche passiert? Was der alle Brennpunkt informiert. Die Themen. Präsentiert von Robin und Tino. Schön. Aber cool ist eigentlich Tino und Robin. Das klingt so ein bisschen wie Batman und Robin. Ja? Tino und Robin. Ist mir scheißegal. Mir auch. Weißt aber du, von mir aus kann es auch Tino und Tino heißen. Aber er kennt doch von mir immer die tollen Musiktipps. Ja. Und diesmal habe ich einen richtig guten Tipp, und zwar My Chemical Romance. Richtig, die zum einen, mhm, die war letzte Woche der Blümchen. Spitzenreiter. Bitte nicht wieder wählen. Tic-Tac-Toe. Blümchen, Tic-Tac-Toe. Und jetzt kommt Lindemann. Ich kotze, ach so, das mit der nackten, mit der Muschi da. Richtig krass, ja. Die hat nämlich eine Vagina, habe ich gesehen. Genau, die haben einen neuen Song, Lindemann. Der heißt Knebel. Die haben einen neuen Song, Lindemann. Ist das eine Band tatsächlich? Das ist ein Duo. Ach, ist ein Duo? Peter irgendwas aus Schweden oder sowas. Und Till Lindemann. Das klingt wie Tino und Tino. Sie haben viele Bandnamen gesucht und keinen gefunden und sind dann bei Lindemann geblieben. Ah. Das ist die True Story. Wie sollen wir beide uns nennen? Na, wir nennen uns, wie dein Nachname ist. Wir hätten auch uns hier nennen können Noster oder so. Ja. Nein. Und ich habe das gesehen. Hast du auch die unzensierte Variante gesehen? Ich habe die unzensierte Variante gesehen, ja. Und die haben dieses Video nur einmal kurz gezeigt auf ihrer Homepage und auf YouTube, danach gleich wieder gelöscht, weil es wohl zu krass sei. Ach, so ein Bullshit. Naja, ich habe halt auch übelst harten Scheiß erwartet, weil erstens hat mir Kalle geschickt, der schickt mir in der Regel eher wirklich extreme Sachen, jetzt muss nicht unbedingt extrem grafisch oder so, aber halt, weißt du, was man nicht alle Tage sieht. Mhm. Und dann war es auch noch ein Reddit-Link, der dann auch noch irgendwie verlinkt hat auf irgendeine andere, was weiß ich, Seite. Und da dachte ich auch, da muss aber jetzt krass sein. Und dann an dieser Erwartung ist das Video leider zerbrochen, Tino. Bei mir auch tatsächlich. Ich dachte auch sonst was. Oh, der schlabbert an einer roten Mumu. Ja, eben. Das ist ja nicht mal echtes Blut, möchte ich wetten. Das ist halt eine Story. Das ist ja irgendwie, dass die zensierten Bilder quasi sind, dass Till Lindemann an einer Mumu... Lass mal nicht so reden, leckt. Robin Blase. An einer Vagina. An einer Vagina leckt und... Und da quasi Blut dran ist und rauskommt. Zum Thema, auch ein Wikinger sticht auch ein rotes Meer. So und was so traut sich der Lindemann. Ja, der ist wirklich Avantgarde-Kunst, also wirklich, was der sich traut. Prinzipiell sind ihre Videos immer toll, so Lindemann, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm und nicht so krass. Ja, halt. Aber natürlich schlackern da die Ohren von den ganzen normalen Leuten, die nur Max Giesinger kennen. Und Frauen bluten aus der Vagina, haben die sich gedacht. Einmal monatlich denn? Tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Aber so ist das halt. Okay. Ja, also ich fand den Song ganz okay. Sonst, ich habe schon ein paar, also Fick Mathematik, wenn ich so eine Scheiße... Mathematik! Da bin ich ganz, ganz weit raus. Ich fand das so lustig. Auch vielleicht, weil ich Video. Mathe so sehr hasse, aber... Hast du das Video gesehen am Anfang? Ich hab's gesehen, ja. Ja, wie heißt du denn? Algebra. Algebra. Steig doch mal ein. Das ist quasi die Mathematik eine Schlampe, die er fickt. Ja. Also großartig. Ich finde es toll. Ja. Auch wenn der Text scheiße war, ja. Naja, es geht mir darum, dass es einfach musikalisch überhaupt nicht mein Fall war. Und ich weiß es auch textlich war es ein bisschen schwach, aber ich fand die Idee sehr lustig. So. Fick die Mathematik. Und dann auch mit Haftbefehl als Feature. Ja. Fand ich ganz lustig. Lol, das ist fast so lustig wie ein fucking Capital Bra, der Purple Rain
covered in ganz vielen Anführungszeichen, ne? In ganz vielen Gänsefüßen. Purple Rain ist so ein geiler Song. Erst vergeht er sich hier an Modern Talking, an Sherry Sherry Lady und jetzt an den ganz großen Klassikern. Also, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe erst so in den letzten 5 Jahren so diese ganzen, wo man so sagt, so, keine Ahnung, so Welthits, ja. Mhm. Habe ich wirklich erstmal am Anfang, ich weiß nicht, vielleicht ist man in seiner Jugend und so, ist man automatisch so ein bisschen so hipstermäßig, so, das ist so super bekannt und so. Mhm. Das juckt mich nicht so, ob es jetzt Queen ist oder zum Beispiel, was weiß ich, Purple Rain zum Beispiel oder Starman oder sowas, weißt du, so diese. Starman? Nicht Starman, der heißt nicht Starman, der heißt, wie heißt er denn, Mann? David Bowie? Rocketman? Nee, Rocketman, der zum Beispiel auch, aber der ist von Elton John. Genau. Starman, aber wie heißt denn der, Mann? Aber du meinst diese großen Legenden, die hört man nicht, halt so, diese nicht Songs so gerne. So, ne? Ja. Na doch, die sind halt übelst geil. Aber früher nicht. Die sind, früher warst du ein Hipster. Ja, genau. Ich war kein Hipster, aber. Und Lanza gehört und jetzt hörst genau. Du David Bowie und Elton John. Ich habe Lanza gehört, als Rechtsextremismus noch nicht cool war. Oh Mann. Aber ich kenne das. Also so Bands wie Metallica, die reizen mich nicht, weil die alle geil finden. Metallica habe ich früher viel gehört. Ich hatte mal eine Xbox geliehen vom guten Lars. Danke, Lars. Und da habe ich das allererste Mal damals Half-Life gezockt. Und auf der Xbox konnte man sich seine eigenen Songs abspielen lassen. Mhm. Da habe ich Metallica gehört. Und zusammen mit Half-Life Metallica hören, das war richtig geil. Aber so in einem Vakuum höre ich Metallica gar nicht. Aber Metallica ist doch voll beliebig. Und ich finde die auch live nicht gut. Ich finde, Metallica hört sich an, als würden die auf so amerikanischen Blecheimern, so Mülleimer aus Blech. Genau, das so, meine ich. So hört sich das immer an. Aber es hat irgendwie, es hat so was grobes, garagiges. Ja, This Is Nothing Else Matters finde ich ganz gut. Es ist so ein Song meiner Kindheit. Aber ansonsten finde ich die Musik so ein bisschen beliebig. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben kann, aber beliebig passt es irgendwie. Aber die gehören zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Ja, die waren ja groß in der Kritik, weil die irgendwie Lars Ulrich hat immer rumgebubut, weil Copyright oder so, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Weil die Geld verdienen, ne? Ich glaube sogar, South Park hat die schon verarscht, deswegen. Mit Napster damals noch. So. Ah ja, doch, ich weiß, ja doch. Egal, wir sind schon wieder, wir haben schon die Themen gemacht, ja. Und über was für Themen haben wir jetzt geredet? Über Lindemann. Ja, ist doch interessant. Ja, ist es auch. Nicht. Es war eine wichtige Veröffentlichung der Woche. Aber war das diese Woche? Ich dachte, das war letzte Woche. Egal. Ich habe es diese Woche mitbekommen erst. Weißt du, du bist halt so hinterher. Wo du hoffentlich nicht hinterher bist. Ja. Das ist dein Thema, Tino. China. In Dresden. Nee. Ach so. Der Nazi-Notstand. Der Nazi-Notstand. Ja, da hat dir alles geschlackert, oder? Ich kenne auch den Herrn, der diesen ausgerufen hat. Ja. Ein Stadtrat von die Partei. Hat gesagt, wir müssen den Nazi-Notstand ausrufen wegen Pegida und wegen den ganzen Halle-Attentätern und wegen die ganzen Halle-Attentäter AfD, in Dresden. Genau, das wird langsam zu viel. Richtig. Und tatsächlich haben, glaube ich, SPD, Grüne, Linke und so dafür gestimmt, lustigerweise. Ich habe grob im Hinterkopf, ist eine Woche her oder so, aber 34 zu 27 oder irgendwie sowas in die Richtung. Also. Und es gilt aber, also die AfD und CDU haben das ein bisschen kritisiert, natürlich, weil ein Notstand ja immer so ein bisschen die demokratische Ordnung irgendwie einschränkt und so das Grundgesetz so ein bisschen beeinflusst. Hm. Aber die Linken und so haben dann gesagt, nein, hier geht es eher um eine symbolische Geste. Wir haben wieder ein Problem mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Ja, zuletzt so ein Baum zersägt, ne? So ein, irgendwie so ein von so einem NSU-Opfer. Genau. Nicht nur das in Dresden? Ich glaube. Ich weiß nicht wo, aber es gab es ganz oft jetzt. Auf irgendwelche Gedenkmäler von Juden und von NSU-Opfern wurden irgendwie Banken zerstört, so Sitzbänke und Gräber geschändet und so. Ich hätte es besser gefunden, wenn wirklich Banken zerstört werden, nicht Bänke. Du Linksradikaler. Ja. Apropos Linksradikal, vielleicht, wenn wir am Ende der Sendung noch ein bisschen Zeit über haben, können wir ja diese grobe Idee mal besprechen, eine Partei zu gründen, wo wir Leute reinstecken, von denen wir wollen würden, dass die mal zusammen in der Partei irgendwas tun. Bin ich voll drin. Aber das outet uns bestimmt als übelst linksradikal. Oder auch nicht. Also, wir können auch alles vereinen. Wir nehmen das Beste von den Rechten, das Bernd Beste Tölke von den Linken. Bernd Tölke kommt da nicht rein bei mir. Bei mir auch nicht. Okay. Aber wir können beim Thema die Partei kurz bleiben. Da habe ich noch zwei kleine Dinge. Und zwar. Haben wir das jetzt mit Nazi-Notstand so schnell vom Tisch? Hast du noch was? Du warst schon wieder so bis fortgeschritten. Ich habe dazu nicht viel zu sagen. Ich war so überrascht, Tino. Du als Sachkundiger, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass es in Dresden Nazis gibt. Ist echt das so, nicht? Ja? Na, so zwei, drei gibt es immer noch von früher, die sind übrig geblieben von den Bombardierungen so. Die haben es aus der Frauenkirche rausgezogen. Die sind aber alt mittlerweile, oder? Die hören unsere Sendung mittlerweile. Möglich, möglich. So aber 90 plus?
Aber ich muss auch dazu sagen, es handelt sich auch um Neonazis, also auch um die neuen. Ach so, aus dieser Matrix raus, oder? Quasi, genau. Die haben sich abgeschleucht hier, die sind jetzt woke, ja, die sehen die Probleme woken, im Leben. Genau. Ja. Und es sind neu, aber haben die gleichen Ansichten. Was macht diesen Nazi-Notstand jetzt eigentlich besonders? Das heißt doch einfach nur, es ist eine Symbolwirkung und sie machen jetzt irgendwas, da passiert jetzt nichts, oder? Nicht wirklich. Es ist halt ein Statement, was jetzt auch international für Aufmerksamkeit sorgt. Auch die USA haben berichtet und viele andere Länder. Da habe ich es gesehen, in den internationalen Medien. War ja klar. Und ja, das war ich lese halt kein Deutsch, weißt du? Deutsch ist Weil du es nicht kannst, lern Deutsch, richtig. Du Flüchtling. Ja. Ja, was wolltest du anderes besprechen? Das ist viel interessanter. Ja, zum Thema Partei. Thema. Ja, und zwar einmal ein Downvote für die Partei. Und zwar Martin Sonneborn ist in die Kritik geraten. Ja, oh, er hat nämlich Bernd Lucke so ein bisschen verteidigt. Ach, Bernd Lucke? Ich dachte, das war das mit Dieter Nuhr. Das habe ich gesehen. Das war Dieter Nuhr kritisiert und Dieter Nuhr hat dann zurückkritisiert. Und dann war es das auch. Dieter Nuhr ist ja auch scheiße. Aber ja. Bernd Lucke, oder Björn Lucke heißt er eigentlich, ist ja der AfD-Gründer, aber der war nie wirklich rechtsradikal, er war immer, ist halt so ein alter, konservativer, liberaler Typ und er ist dann irgendwann ausgetreten, weil ihm die Partei zu rechts wurde und er ist dann nicht mehr gewählt worden zum Vorstand und es gab ja Proteste für Bernd Lucke, weil er wieder Professor ist an der Uni Hamburg. Da wurde ihm verbal die Lucke vollgehauen. Genau, Mut zur Lucke. Ja. Und da hat Sonneborn gesagt, Leute, macht mal keine Proteste, weil ich glaube nicht, dass er ein Nazi ist und es gibt größere Kaliber, die wir uns kümmern müssen. Das war das eine, aber er hat dieses Statement auch geteilt auf der offiziell die Parteiseite, was viele die Parteigenossinnen und Genossen nicht gut fanden, weil man kann diese Meinung vertreten, aber als die Partei das zu veröffentlichen, das fanden viele sehr schwierig und so hat sein Gemächt, wollte ich sagen, sein Vermächtnis, nicht Gemächt, hat so ein bisschen gewackelt und hat Risse bekommen. Hat ein Gemächt auch gewackelt? Meins auch. Und sein Rückhalt ist so ein bisschen schwindend in der Partei, was ich mit Besorgnis entgegennehme. Und ein Upvote noch, die Partei Thüringen, das sind wir, die haben unser Promille-Wahlversprechen eingelöst. Denn wir haben gesagt, für jedes deine Dorf unter 1000 Einwohnern, dass die AfD unter 5% hält, spenden wir Bier. Mhm. An das Dorf direkt oder an irgendwelche obdachlosen Kinder? An die Dörfer. Aha. Genau. Und es haben zwei geschafft. Wow, da seid ihr richtig arm geworden, Mann. Ja, wir haben. Scheiße. Wie heißt das? Was habt ihr jetzt davon? Die Gemeinde Gerstengrund hatte 0% AfD. Dafür. Story-Twist, 0% Wahlbeteiligung hatten sie auch. Nein. Das sind auch nur 60 Leute dort. Und also. Die haben jetzt von uns 100 Liter Bier bekommen, quasi. Das ist ordentlich. Und noch ein anderes Dorf hat noch irgendwie unter 5%. Die haben auch Bier bekommen. Aber also theoretisch wussten sie davon wahrscheinlich nichts, oder? Im Vorfeld. Ja, manche wussten das. Also es gab auch so, sehr kompliziert, es gab auch eine Art, wie sagt man, wenn man. Kotze? Nein. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Tippen. Spender, die quasi Paten waren. Die Tino macht so ganz ausufernde Bewegungen vor seinem Brustkorb. Wortfindungsstörung. Ja. Die waren Paten für ein Dorf und wollten dann das quasi spenden. Aha. Aber fast alle Dörfer haben es nicht geschafft. Eigentlich quasi alle, nur die beiden halt nicht. Und deswegen haben die beiden Dörfer jetzt Bier bekommen. Okay. Ich meinte nur, dass sie quasi, für die ist das ja so aus dem Nichts wahrscheinlich, für viele da. Die sitzen da in dem Dorf und auf einmal kommen da irgendwie so Lausbuben mit roten Krawatten an und sagen, hier, Bier. Richtig. Lol. Das wussten nicht so alle. So ist der Dialog da sicher abgelaufen. Richtig. So wenn wir das mehr gewusst hätten, dann gäbe es vielleicht weniger AfD in den Dörfern. Ja. Aber das kurz dazu. Oh, das war eine ganze Seite, das Thema, ey. Nicht ganz, ich habe noch Bibi wieder schwanger. Oh Gott, ey, ich habe es bewusst rausgelassen, ne? Ich nicht. Das Ejakulat in Babys Scheide, warum interessiert uns das so? Weil daraus ein Kind wird. Ach so, so funktioniert das. Ist das wie im besten Fall. Hat das was zu tun mit diesem blutigen Lindemann-Vaginas da? Da ist hängt eine Verbindung, in? Oder? Ja. Shit, Mann. Ich weiß es nicht. Aber Gratulation an Bibi und ihren. An den Penis von Julienko. Justus, wollte ich jetzt schon genau. sagen, was ich wieder heißt, Mann. Von dem ich immer dachte, er wäre schwul. Nun. Also, Leute. Wir müssen. Wir kommen nicht drum rum, ja? Es fängt mit T an und hört mit Rump auf. Also, die Rede ist von Trump. Nicht drauf. Ah, ja. Gott, Alter. Noch ein Jingle. Oh. Sowas. Kurz gucken, ob die Redaktion schon wieder irgendwie sich an den Kopf fest. Ach, die schlafen. So. Also, der gute Trump hat es diese Woche wirklich nicht leicht gehabt. Mhm.
Da muss man jetzt wirklich mal die kleinste Violine der Welt rausholen und dem armen Trump sagen, du bist arm. Diese Woche stand völlig unter der Frage, hey, gibt es ein Quid pro Quo oder gab es das mit der Ukraine? Ist ja schon wieder irgendwie einen Monat alt, dieses Thema, ja. Mhm. Und er hat ja auch mittlerweile schon zugegeben, dass er das gemacht hat, hat infolgedessen auch China zu China gesagt, die sollten das Gleiche tun. Ist auch schon wieder Wochen her. Aber trotzdem, warum auch immer, war diese Woche die große Frage, gab es ein Quid pro Quo? Was übersetzt einfach nur so viel heißt wie dies für das, ja. Mhm. Dass es quasi einen Deal gibt, was ja erstmal in der Politik pauschal nichts Schlechtes ist, dass beide was davon haben. Aber hier ist davon die Rede, dass quasi Trump einen privaten Nutzen davon hat, einen persönlichen Nutzen. So, da hat er wieder einen super bekannten Tweet mittlerweile gemacht, in dem hat er quasi gesagt, ich hab's nicht getan und falls doch, war es nicht schlimm. So, das ist immer so seine tolle Rhetorik. Aussage, kann man ja auch vor Gericht verwenden. Ja. Ich habe nicht ermordet, aber wenn, war es nicht so schlimm. Richtig. Dann hat er einen Typen zitiert, der, also er hat gesagt, hier, guck mal, der sagt auch, es gab kein Quid pro Quo. Dieser Typ sagt aber, es gab das. Mhm. Ja? Und da muss man auch mal, der arme Trump, ja, das ist so hinterhältig, dass seine Quellen irgendwie jetzt auch nicht mehr so ganz funktionieren. Scheiße. Währenddessen sagt der britische Geheimdienst, irgendwie der Offizieller, dass die Trump-Administration an sie rangetreten ist und gebeten haben, bei einem Anti-Impeachment, also gegen die Amtsenthebung auch irgendwie sich einzusetzen. Haben gesagt, sowas gab es noch nie, wir sind völlig fassungslos. Und des Weiteren kann man auch hier wieder sehen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder, habe ich mir extra aufgeschrieben, die Wurst fällt nicht weit vom Arschloch. Oh. Der Sohn von Trump hat nämlich den Namen von dem Whistleblower getweetet, der eigentlich geheim ist, auch gerade im Zeugenschutzprogramm und so. Mhm. Was auch Quatsch ist, weil mittlerweile muss keine Whistle mehr geblowt werden, außer das, was halt im Hause Trump so immer abgeht. Aber darf er das? Eben nicht. Also er bringt damit ja quasi eine Person in Gefahr, die gerade vom Staat beschützt wird. Extra. Warum gibt es da keine Konsequenzen? Ich verstehe das nicht. Weil das die Familie Trump ist. Das ist auch mir, bis vor ein, zwei Wochen ist es mir erst bewusst geworden, dass er irgendwie seine ganze Familie da ins Weiße Haus gebracht hat. Hm. Und da muss sich doch Wähler doch auch überlegen, wenn jetzt irgendwie der Mann von Merkel plötzlich hier Verteidigungsminister wird, einfach nur weil es der Mann ist, ist doch auch irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Man wählt doch nicht die Familie Merkel. Aber Merkel also in Deutschland wählt überhaupt keiner mehr Merkel, habe ich das Gefühl. Merkel kann ihren Mann vertrauen, ja? Und Trump kann seinen Kindern vertrauen. Ja, er vertraut seinen Kindern so sehr, dass er sogar Schwiegersohn. Schwierige Konstellation bei diesen Trumps, ey. Da jeder mit jedem und schlimmer so. Schlimmer als bei den Kardashians. Ja. Trump hat auch einen fetteren Arsch als Kim, würde ich sagen. Tatsächlich, ja. Ja. Auf jeden Fall hat Trump über den offiziellen Präsidenten-Twitter-Account unter anderem das Buch von seinem Schwiegersohn promoted, was halt auch nicht geht, laut Weißem Haus Gesetzbuch Verfassungsbla, ja, dass er das Amt quasi für persönlichen Nutzen oder Promotion für Familienmitglieder verwendet. Auch das hat er gemacht. Und da habe ich mir immer überlegt, stell dir mal Merkel vor, die sowas macht. Ja? Gut, die twittert jetzt nicht. Oder, keine Ahnung, stell dir Obama vor, so eine Durchsage, die machen ja manchmal so Live-Sendung im Radio und dann sagt so Obama, yo, und übrigens, mein Homeboy Snoop Dogg, der hat gerade ein neues Mixtape gedroppt, ey, guck das mal an, das ist super geil, super dope Shit. Weil die beiden schwarz sind, ja, deswegen. Ja. Toll. Ja, nein, ich wollte nur gerade mal ein buntes Bild an die, ein farbiges Bild an die Wand werfen für euch. Nein, nur, das mal irgendwie so. Das sind so viele Kleinigkeiten, ich weiß nicht, warum der nicht aus dem Amt enthoben wird, ganz ehrlich. Diese Woche gehen die Hearings los, das bedeutet Zeugenaussagen, die Anhörungen, ja, ich bin schon nicht mehr in Deutschland. Ich bin mental nicht in Deutschland. Du bist schon in China. Ja, ich bin schon ausgewandert. Im Knast schon. Die ganzen Flüchtlinge hier. Ja. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Die Flüchtlinge oder die Nazis, die Flüchtlinge aufs Maul hauen. Beide gleich ich kann mich schlimm. Nicht entscheiden. Beide gleich schlimm, finde ich. Ja, stimmt. Wie wäre es, wenn wir die Nazis einfach nach Syrien schicken? Da können die das Syrien aufbauen, weil der Syrer hat ja noch sein Syrien. Richtig. Ja? Und die Flüchtlinge machen halt hier, keine Ahnung, die kriegen dann irgendwie irgendwas Unbedeutendes. Bremen. So. Bremen ist doch auch nur das. Denn Bremen? Eben, Bremen ist doch das Hamburg für Arme, oder? Die kriegen auch das Saarland hinterhergeschmissen. Genau. Bayern. Warum überlegen wir überhaupt? Einfach Bayern. Das würde ich zumauern. Ich glaube, Bayern, ganzjähriges Oktoberfest.
Also besser kannst du einen Flüchtling nicht germanisieren. Nee, tatsächlich nicht. Oder, glaub, oder die flüchten gut. dann wieder. Stell die dir mal so ein Nafri, das sage ich natürlich nur in Anführungsstrichen, ja. Ist offiziell schon kein nettes Wort zu sagen, nee. Oder? Ja, aber ich sag's ja, ne, kritisch in die Richtung von Leuten, die das verwenden. Aber den in Lederhosen und mit so einem fetten Bierkrug, so, das ist die Zukunft dann. Ich glaube, da kann aus Bayern noch was werden. Alle sehen mal so aus irgendwann in den nächsten 100 Jahren. Da sind wir alle Flüchtlinge. Ja. Da sind wir alle schwarz. Klimaflüchtlinge. Zum Klima kommen wir noch, aber ich wollte noch kurz gucken. Ach ja, eine letzte Sache zu dieser ganzen Trump-Sache. Die ukrainische Botschafterin, die aus dem Amt gedrängt wurde, könnt ihr nachlesen, Jovanovic heißt die, hat jetzt gesagt, dass sie einen Tweet von Trump, siehst du, jetzt versuche ich Deutsch zu werden. Trump. Von dem Trump sollte die loben, um ihren Job zu behalten. Sie sollte quasi auf Twitter gehen und sagen, oh, der Trump, der hat da so recht. Und jetzt behalte ich meinen Job. Wie viel Geld da wohl geflossen ist. Diese Whistle hat sie geblaut. Wie viel Geld da wohl geflossen ist. Ja, aber hat sie ja nicht gemacht, deswegen ist sie jetzt nicht mehr im Amt. Ja. Ach. Deswegen verliert sie ihren Job. Vielleicht nicht nur deswegen, aber das ist ja diese ganze Ukraine-Sache, die ist ja jetzt auch seit Wochen, ne? Ist eher schwierig. Ich habe nicht ganz jetzt gerafft, ob sie die ukrainische Botschafterin in Amerika ist, aber ich vermute schon. Und nicht die, weißt du, nicht eine Amerikanerin in der Ukraine, aber bei einem Namen Jovanovic, da wird sie schon eine Ukrainerin sein, die in Amerika in der Botschaft ist. Aber zu dem Thema, ich habe noch was Persönliches, was dazu passen würde. Ich muss mich ein bisschen vorsichtig ausdrücken, das ist jetzt brandheiß. Ich habe jetzt wieder ein paar Filmrollen bekommen. Ja. So, und bei dem einen Film... Was ist da so drauf? So alte Filmrollen, die man so in einen Projektor legt und... Ich bin drauf gekommen, genau, und ich habe ejakuliert auf diesen Filmrollen. Ja. Und in dieser einen... Für den einen Film, für den ich bald mitspiele, habe ich mal recherchiert über den Regisseur. Es ist kein Deutscher, kommt woanders her. Sag nicht zu, ekelhaft. Da fängt es schon an. Wah. Und ich habe seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Der hat auch einen. Genau wie ich, genau. Er ist quasi auch. Ihr seid auf einer Ebene quasi. Wir sind quasi Family-Member. Auf du. Noch nicht. Okay. Und er ist in einer Partei, die eher schwierig ist. Ah, okay. Und da steht Sozialismus-Partei irgendwie, sowas in der Art. Aber nicht das Sympathische, so ein bisschen Kommunismus. Das würde ich ja noch lustig finden. Ich bin kein Kommunist, aber die finde ich immer so ein bisschen noch sympathisch. Mhm. Aber das geht eher in die andere Richtung. So sehr nationalstolz und so. Ah, okay. Und er dreht halt jetzt einen Film, für den ich halt jetzt spiele. Und er hat mich persönlich ausgewählt. Also ich musste so ein Casting machen, er hat mich dann ausgesucht. Vielleicht wirst du vergewaltigt am Set. Und ich war so ein bisschen, naja, eigentlich, wenn ich jetzt ganz konsequent wäre, würde ich dafür nicht, für ihn nicht spielen. Aber dann juckt dann doch die kapitalistische Unterhose. Erstens... Juckt da, hat mich das in meinem, wie heißt das, in der Zusage, das Gage-Doppelpunkt hat mich schon sehr bewegt, das doch zu tun. Mhm. Und zweitens hatte ich in meinem Bewerbungsvideo, hatte ich eine Regenbogenfahne im Hintergrund. Mhm. Das heißt, er kann ja nicht so schlimm recht sein, wenn vielleicht er mich trotzdem auswählt. Vielleicht will er dir deinen Regenbogen aus dir rauskloppen. Ich weiß es nicht. Hm. Das kurz dazu. Also ich bin sehr gespannt. Also was ihr jetzt gelernt habt, Tino ist käuflich. In dieser Form könnt ihr entweder 20 Euro für einen Brennpunkt-Hörerwunsch spenden auf PayPal. Einfach rübersenden. Wir reden über ein Thema eurer Wahl. Da sind auch noch zwei im Ofen. Oder aber ihr spendet, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal grob sagen 20.000. Und dann tritt der Tino zum Beispiel bei der NPD ein und vertritt dann eure Interessen. Ich gebe kein Geld an die NPD. Da müsste ich ja Beitrag bezahlen. Ach so. Wenn die NPD mich bezahlt, würde ich sofort eintreten. Hm. Ach so ist das. Bezahlst du Geld, bei die Partei zu sein? Eigentlich 10 Euro im Jahr. 10 Euro im Jahr. Im Jahr. Das ist ja Wucher. Das ist total Wucher. In anderen Parteien zahlst du pro Monat das Dreifache. Hm. Aber es gibt keinen, der das so richtig kontrolliert. Ich sag's jetzt mal einfach so. Okay. Und wir haben das mal errechnet. Und pro Mitglied kommen irgendwie 7 Cent an oder so. Nice. Also es ist eher schwierig. Okay. Aber ich zahle meinen Beitrag jedes Jahr. Alles klar. Okay, wissen wir Bescheid. ja, interessant. Ich habe da eine Marktlücke, glaube ich, gerade entdeckt. Die Leute sagen doch, die Menschen sind so politikverdrossen und gerade die jungen Leute haben keinen Bock auf Politik und so.
wenn man jetzt mal nur angenommen so einen Betrag, ich weiß nicht, wo der herkommen könnte, aber von schätzungsweise 17,50 Euro zum Beispiel, wenn man den einfach mal wegstreichen würde, ja, und dieses Geld würde dann in eine jeweilige Partei investiert, die sich die Person aussucht. Und dann ist man da Mitglied in der Partei. Ach so. Weißt du? Aber manche wollen ja gar nicht in einer Partei sein. Das gibt's. Na, ja, dann gibt es halt noch die Partei der Unparteiischen. Ah. Die sagen dann immer, mir ist egal. Es gab mal die Nein-Partei, die zu allem Nein sagen wollten im Bundestag. Es macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe schon, was das wollt soll. Wollt ihr, dass alle Ausländer hier nicht rausgehen? Ja. Ist doch keine Haltung, zu allem Nein zu sagen. Ich weiß nicht, dafür gibt es doch die AfD. Ich weiß nicht. Oh, Sozialkritik. So, jetzt müssen wir aber irgendwie über irgendwelche Billo-YouTube-Forts-Themen, weil wir können nicht hier die ganze Zeit über Weltpolitik reden. Ja, da schaltet der geneigte YouTube-Zuhörer ja ab. Hast du eins, so ein Billo-Thema? Ja, Aburett, der leidet gerade. Den gibt's noch? Ja, nein, nicht mehr lange. Sein Countdown tickt noch 3 Tage hat er. Wenn ihr das hört, noch 1 Tag oder so. Also schaltet morgen bei Red Sama, jetzt umgenannt, seinen Kanal in Bitte löscht mich nicht ein. Denn er hat irgendwie Copyright-Strikes von der Firma, die Fortnite macht, bekommen oder so. Was ist mir scheißegal. Weil er Let's Plays gemacht hat oder wie? Also ich glaube, das ist alles ein großer PR-Move. Es funktioniert immer wie die anderen hier, die auch Apel heißen. Wie heißen die? Ja, die Ape Crime. Wenn die wenn ihre Profilbilder schwarz machen, alle Videos offline nehmen. Er hat wohl auch irgendwie, er hat einen 10 Stunden Livestream gemacht, gucke ich mir doch nicht an. Für Recherche, für so einen Scheiß hier. Aber ich habe gehört, sowas funktioniert halt. Wenn zum Beispiel Lästerschwestern darüber reden, dass Bibi mal wieder schief gefurzt hat, ja, da gehen die Klicks hoch und die können eine Tour durch ganz Deutschland machen. Ja. Wenn wir über gesellschaftlich und weltpolitisch relevante Themen sprechen, 4 Monate bevor das alle anderen in Deutschland tun, ja. Ich träume mich auch von einer Brennpunkt-Internet-Tour durch Deutschland. Ja. Lass doch machen. Wir machen dann halt so in Kaufhalden und in Fußgängerzonen. Ah, ja. Ja. Und sagen so, Leute, guckt mal. Und zwar immer in der Stadt, wo die Lästerschwestern sind. Wir machen Gegendemo Konkurrenz, davor. Genau. Doch, klingt gut. Wer kein Geld hat, kommt zu uns. Ja, doch, ist gut. Wir lästern über die Lästerschwestern. Quasi. Gute Idee, bin dabei. Ich habe vorhin schon einen kleinen Seitenhieb Richtung Robin Blase getan. Oh, wer den mitbekommen hat, du. Aber lass uns über was anderes reden. Da ist die Blase geplatzt. Scheißegal. Aber es gibt noch ein Thema. Wir haben noch nie in diesem Brennpunkt, glaube ich, über Fußball gesprochen. Oh, das müssen wir ganz dringend tun. Da habe ich aber so Interesse. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn mit Fußball zu tun? Mein Vater war ja mal ein Fußballspieler. Mario Basler. Richtig. Ich wusste es. Ich heiße Tino Ranacher Basler. Genau. Nee, mein Vater war echt früher Fußballer. Auch echt gut und voll drin. Und so bin ich so ein bisschen reingewachsen, aber es hat mich nie interessiert. Ich war auch bei Spielen immer dabei und in der Umkleide manchmal, aber ich fand es immer so. Ich war auch bei meinem Onkel in der Umkleide, der ist auch in mich reingewachsen. Genau. Und jetzt war es jedenfalls so, dass der FC Bayern hat ganz schlimm verloren gegen irgendwen. 15-0 oder irgendwas. Dortmund, nee. War eine richtige, ich weiß es nicht. Richtige Niederlage. Und was ist passiert? Der Trainer wurde gefeuert. Aufgrund dessen. Aber was ist das denn für eine Logik? Also warum muss er gefeuert werden wegen einem dummen Spiel? Der hat die Verantwortung. Ich kann es dir auch nicht erklären. Den witzigsten Funfact zu Fußball und Trainern ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so, dass der Trainer von Wolfsburg Wolfgang Wolf hieß. Ach lol. Hammer. Das ist das Beste, was ich aus dem Thema rausnehmen kann. Das ist viel spannender als das, was ich gerade Ich weiß es nicht, aber einer muss doch irgendwie. Also Jogi Löw wurde ja auch abgestraft. Weil die letzte WM war nicht so geil. Aber der ist auch noch Trainer. Der ist, kann sein, dass der auch nächstes Mal noch Trainer ist, aber auf jeden Fall haben alle gesagt, ach, der Yogi, der macht halt die Strategie, was weiß ich. Du musst es dir so vorstellen, ich weiß nicht, was die Zahlen sind, aber bei jedem Kopfball verliert ein Fußballspieler jetzt mal, was weiß ich, 100.000 Gehirnzellen. Ja? So. Die sind halt einfach rotzenblöd alle. Die brauchen einen, der sagt hier so und so. Und wenn der seinen Job nicht richtig macht, ist er halt dran. Und dann spielen die Scheiße. Ja, aber ich weiß nicht, ob ein Trainer da so viel Einfluss hat, dass der für jedes Spiel verantwortlich ist. Naja, ich auch nicht. Ich hab's nicht verstanden, ich fand's nur etwas seltsam. Ich hab's dann versucht, eine Analogie zu finden zum Lehrer zum Beispiel. Wenn die ganze Klasse durchfällt, ist dann auch der Lehrer schuld? Kommt darauf an, welche Schule, ne? Bei an der Hart und bei der Herder-Schule, da ist Running Gag, dass die eh alle dumm sind. Aber wenn jetzt eine Klasse im großartigen Schiller-Gymnasium nicht so gut ist, dann würde ich schon sagen, der Lehrer hat dafür. War nicht die Parkschule immer so die dumme Schule? Nö. Die Parkschule ist ja noch neutral. Es ist ja eine Regelschule, soweit ich weiß, oder? Ja, nee, beides gibt es da, glaube ich. Regel- und Hauptschule. Keine Ahnung, ich war gibt's da nicht. Gibt es das überhaupt noch?
Gibt es Schule überhaupt noch? Warum spielt hier jemand Akkordeon? Was soll denn die Scheiße? Das ist der Klingelton vom Redaktionschef. Oh Gott, ey. Hashtag Lobokalypse. Lass mal darüber reden. Sascha Lobo? Nee. Globotimie? Ach, Globokalypse? Globu? Ich dachte Lobu. Nee. Globuli? Globuli, tatsächlich. Ja, ich gestern Trending, also Donnerstag Trending auf Twitter. Doch irgendwelche, es gab doch so eine Abstimmung darüber. Genau. Wir haben mit Abstimmungen angefangen und können auch jetzt wieder den Bogen spannen. Es soll in Bayern, wo wir es von Bayern hatten, ne? Die Idioten. In Bayern gab es eine Abstimmung, ob man untersuchen lassen sollte, ob Antibiotika durch Homöopathie ersetzt werden könnten. Genau. So. Und die CSU hat einstimmig für Ja mit 71 Stimmen gewotet. Die Grünen haben auch einstimmig mit 29 Stimmen für Ja gewotet. Die Freien Wähler haben mit 18 Stimmen für Ja gewotet. Und hier muss man die AfD vielleicht einmal loben. 18 Stimmen einstimmig für Nein. Die SPD einstimmig für Nein mit 19. Drei Enthaltungen gab es noch bei den Grünen. Und fraktionslos wurde auch zweimal dafür. Also die große Mehrheit war dafür. Das ja, kostet aber, halt viel Geld, so eine Untersuchung. Ja, aber die Untersuchung kann doch dann ein für alle mal festlegen, dass es nicht hilft. Da wollte ich gerade sagen, das war mein einziger Gedanke, so wenn es dann hinterher heißt, nö, dann können wir alle sagen, oh, huch, Überraschung, das hilft nicht, da kann man nicht irgendwie ersetzen. Aber dann hat man wirklich vielleicht einmal eine Studie, wo man sagen kann, hier, du erkenntnisresistenter Mensch, halt mal die Schnauze und guck dir das mal an. Ja, also ich bin auch dafür, dass das untersucht wird. Aber ich glaube halt schon, also ich weiß nicht, wie das bei den Grünen irgendwie zustande gekommen ist, weil das kann ich mir irgendwie, das passt für mich nicht so, aber ja, doch, ich kann mir schon vorstellen. Doch, die sind so ein bisschen auf Natur. Wach. Und kann schon sein. Natur, wach. Natur ist eklig, ich weiß. Ja, es gibt auch hier in Weimar so einen speziellen Arzt, ich nenne den mal jetzt nicht, aber da rennen halt alle Wallis hin, weißt du, und da denke ich mir auch jedes Mal, okay. Ja, jetzt hier so ein bisschen zu. Also wenn man so, also so diese Eisentabletten, diese kleiner, gehe ich noch mit so. Wenn man Eisenmangel hat irgendwie, aber diese kleinen Zuckerkügelchen jetzt hier so reinlaschen, ne? Dann kannst du dir eher auf deinen Placebo-Effekt, dein Lebkuchenhaus draufstreuen oder so. Es gibt ja auch eine Liste von veganen Ärzten in Deutschland und da kann man als Veganer dann dahin gehen. Was und, machen die dann Schönes? Und ich dachte auch erst, hä, gehst du jetzt nur zu dem Arzt, um dich bestätigen zu lassen? Oder was ist denn der Grund dafür? Und ich... Mein Arzt ist auch kein Veganer und er war auch erst so ein bisschen dagegen, dass ich das mache. Okay. Aber also ich lebe jetzt nicht vegan, ich bin ja Vegetarier und bemüht vegan, ich esse ja manchmal immer noch Käse. Und er hat mir erst abgeraten davon, weil ich eh schon Eisenmangel hätte und Jodmangel. Und dann war ich vegetarisch, fast vegan, bin ich jetzt seit fast 6-7 Jahren. Und ich gehe ja jedes Jahr zum Bluttest und... Er sagt, er hat sich voll getäuscht, dass es bei mir voll wirkt. Ich habe meine Blutergebnisse sind alle im grünen Rahmen. Es das gibt, ist aber ungesund, ich kein, wenn Blut grün ist, das würde ich untersuchen lassen. Richtig, vor allem im Rahmen, wenn es so grün umrahmt ist. In Rahmensoße. In Rahmensoße. Ja, die asiatischen. Ich esse halt so viel Fertigzeug. Und er sagte, ich bin jetzt völlig, ich habe keine Mängel mehr, mir geht's gut. So, und hätte er nicht gedacht vorher. Du arbeitest jetzt für Nazi-Tino, dir geht's nicht gut, lass dich untersuchen. Wenn er einer ist, ich weiß es nicht. Der ist in dieser Partei reingefallen. Er ist reingerutscht. Ich kann auch nichts dafür. Ja, ganz viele Leute sind auch aus Versehen reingerutscht in Konzentrationslager in China. Das ist auch so hoch über Nacht, das ist irgendwie passiert. Dumm gelaufen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe dir ein bisschen was geschickt. Ja, das war ganz traurig. Ja, jetzt gab es nämlich so ein geleaktes Bild von so einem KZ. Also es sind ja offiziell keine Konzentrationslager, aber es ist ein Ort, an dem Uigur-Moslems konzentriert werden. Ja. Aufbewahrt. Aufbewahrt ist gut, ja. Aufbewahrt für späteren Gebrauch. Wo 20 Jahre lang Leichen irgendwie festgehalten werden. Genau, solche Geschichten. Ja, es gibt halt ein Bild, das habe ich auf Twitter gepostet. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr es noch anschauen. Ich habe dann auch nochmal Links drunter geschwurbelt, weil Leute nachgefragt hatten. Und der sieht halt 1:1 aus wie so ein Jude in Buchenwald, ne? Muss man sagen. Dachte ich mir auch, ja. Ich hab mir einen Tag vorher zufällig eine Buchenwald- und Auschwitz-Doku gesehen und es waren die gleichen Bilder letztendlich. Ja. Und kannst du mich nochmal, hatten wir nicht irgendwann mal gesagt, dass sowas wollen wir nicht wiederholen oder irgendwie so und sowas? Hab ich so ein Buchenwald-Schwur, ne? Gab's doch mal. Nie wieder, wir vergessen nicht und erinnern uns dran. Ja, irgendwas. Aber irgend so eine Partei auch in Deutschland will, dass wir uns nicht mehr erinnern und ich frage mich, warum.
Aber es kann sein, dass der Buchenwald-Schwur war bestimmt angefügt, wenn es in einem anderen Land passiert, ist es uns scheißegal. Ist es okay, glaube ich. Okay, war sogar. Ist okay. Okay, alles klar. Ja, also dazu später mehr. Vielleicht noch kurz noch zu Hongkong, weil es gerade passt. Es gab tatsächlich bei der BlizzCon eine Demonstration. Waren jetzt nicht so viele, aber war immerhin vor der Halle ziemlich witzig. Ganz viele im Winnie-Pooh-Kostüm und so. Lol. Währenddessen werden in Hongkong weiter munter Leute attackiert. Jetzt wurden Leute wieder mal niedergestochen. Großartig. Ein so ein Führer, so ein, wie sagt man, so ein Hitler? Nee, so einer, der halt so Demonstrationen organisiert und so. Der wurde auch angefallen. Der ist mittlerweile aus dem Krankenhaus raus, dem geht's schon wieder gut. Alles schön. Freut mich für ihn. Was nicht so schön ist das Klima. Nee, aber zu China habe ich auch noch einen Punkt zum ersten Mal. Ich habe nämlich gelesen, dass China Crash-Test-Schweine benutzt. Das ist aber ein komischer Name für Uiguren. Ja, das auch. Ja. Es klingt eher so wie so eine Band irgendwie. China Crash-Test-Schweine. Ja, okay, also statt Dummies nutzen die Schweine. Richtig, und da gab es auch Bilder und Videos davon, die Peter veröffentlicht hat. Da werden die Schweine quasi festgeschnallt. Und werden dann gegen so eine Wand gefahren. Na, immerhin haben sie einen Sicherheitsgurt an, damit sie sich nicht verletzen. Aber das hilft ja nichts irgendwie. Und das ist ein ganz grausame, dein veganer Herz, blutet das dann da? Also, es sind echt grausame Bilder. Diese Schweine, wie sie da so ohne Trinken und ohne Fressen erstmal stundenlang. Och, die müssen hungern. Die müssen festgeschnallt hungern. Werden. Und dann werden die erst an die Wand gefahren. Richtig. Das ist so wie so ein bisschen. An sich ist das Bild erstmal lustig, so Schweine vor der Wand zu fahren, statt Menschen, Dummies. Aber es ist doch irgendwie einigermaßen nicht so cool, eklig und fies und morbide. Mhm. Und könnte man fast sagen, China macht irgendwie ein paar Sachen, die nicht so cool sind. Irgendwie nicht, nee. Also wir sollten die Schweine irgendwie da rausholen. Hm. Können nicht einfach Demonstranten nehmen? Ich glaube, die haben uns einfach missverstanden. Wir haben gesagt, ey China, was ihr da macht mit den Konzentrationslagern und so, das ist unmenschlich. Ach okay, dann nehmen wir Schweine. Unschweinisch. Ja. Ich hatte nur die Angst, dass wenn wir das jetzt verbieten, dass wir, wenn es verboten wird, das Schweine zu nehmen, dann nehmen sie diese Hongkong-Protestanten. Vielleicht, als Crash-Test-Amis. Ja. Wofür überhaupt noch Crash-Tests? Ey, Autos. Ich glaube... Was passiert, wenn wir mal Menschen gegen die Wand fahren lassen? Oh, sie sterben immer noch. Versuchen wir morgen nochmal. Ja. Gucken, was morgen passiert. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwelche anderen Autos sind die Autos der Zukunft. Die fliegenden Autos? Ja, zum Beispiel. Nee, so Magnetschwebebahn oder so. Warum das nicht? Ich habe überlegt, guck mal. Reibung ist ja das Schlechte. Herr Rodes hört jetzt gerade genau zu. Jetzt kommt mein Mathe-Robin durch. Pass auf, Reibung ist ja schlecht, weil Reibung bremst dich. So. Wenn du aber eine Magnetschwebebahn hast, so zwei Magneten, die sich abstoßen, in so einer Wanne drin quasi, ja. Da sitzt dann das Auto, sage ich jetzt mal, wie so ein Aircraft hier, so ein Luftkissenboot, ja. Sitzt das da oben drin und es stößt sich so ab. Wenn du jetzt diesem Ding einen Stoß gibst, wird das ja erstmal nur durch Luftwiderstand abgebremst, oder? Das müsste doch relativ glatt da durchgleiten, weil halt keine Reibung da ist. Und wenn das dann einen ganz leichten Motor in Form von irgendwas hat, oder vielleicht auch oben mit einer Bahn hier, mit so einer hier, ne, so einer Schiene da oben. Das sieht ja schon geil aus, gerade hier in Weimar, ja. So, du kannst theoretisch nicht so Unfälle haben, wahrscheinlich. Und wenn die wirklich hinten und vorne so ein Polster haben. So. Musst halt überall so Magnetbahnen langlegen. Und vielleicht sind Magnetbahnen, vielleicht musst du auch wieder irgendwie das Kind aus dem Kongo sich die Fingernägel rauskratzen, um irgendwelche Magneten aus der Erde zu holen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte, vielleicht ist das ja was Schönes. Boah, ich bin dafür, ist mir egal. Okay, alles klar. Oder Zeppeline, ich bin für mehr Zeppelin-Verkehr. Weil zwar diese eine... Zeppelin. Zeppelin. Ja, das sind so riesige fliegende Dinger in Arschlöchern drin. Richtig, Zeppelin. Wegen dieser einen Hindenburg, ja? Ja. Ich weiß... Hindenburg. Wegen diesem einen Hitler heißt das, wir dürfen jetzt nie wieder Faschismus Wollte ich gerade sagen. Ja, Hindenburg hat Hitler zum Reichskanzler ernannt. Ja, alles richtig. Der Reichskanzler. Zum Reichskanzler. Der ist auch von China bezahlt. Schon. Onkel Benz, Onkel Hitler. Wegen diesem einen Hindenburg-Absturz so einen Aufriss zu machen. Oh, nie wieder Zeppelin, ist gefährlich, da sterben Menschen. Ja. Finde ich albern. Das haben die dann aber bei der Buchenwald-Befreiung ja auch gemacht. Oh, nie wieder KZ, da sterben Menschen. Diesmal ging es ein bisschen in die Hose, aber mal gucken. Ja. Nee, aber Zeppelin doch. Ist schön. Aber ich glaube, da ist halt so viel Material. Ich weiß nicht, ob das irgendwie
ökonomisch. Es ist halt ein Riesenballon. Ökologisch, ja. Ökologisch. Ich bin immer auch so. Ökonomisch, ja, weil stimmt. Da so ein riesiges Teil für so ganz wenige ja. Fahrgäste gebaut wird. Das ist wie mein Penis. So ein riesiges Teil oder doch nur so ganz wenige Fahrgäste. Das ist eigentlich Verschwendung. Ja, das stimmt tatsächlich. Eigentlich müsste... Scheiße. Nun, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ich habe eben versucht, so eine krampfhafte Überleitung, immer diese krampfhafte Überleitung, wie Profis. Ne? Zu so einer Wissenschaftsscheiße hier zu machen. Irgendwie Klimawandel soll irgendwie passieren. Ich weiß nicht, irgendwelche Wissenschaftler. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Gibt es keine News zu. Aber es haben jetzt sich 11.000 Wissenschaftler weltweit zusammengesammelt. Ja, und haben gesagt, hier, das ist, macht mal was. Mhm. Also das, was gefühlt auch schon ein paar Mal passiert ist. Wo ist die News? Ja. Aber also es war ziemlich groß auf Reddit zum Beispiel, von daher vielleicht bewegt es ja irgendwas. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum. Also klar verstehe ich es, weil Geld, ja. Hm. Wusstest du, wie viel der reichste, also Jeff Bezos ist ja gerade der reichste Mensch der Welt. Weißt du, was der für ein Net Worth hat, für ein Vermögen? Ich habe das mal nachgeschaut, hat mich mal interessiert. Ich schätze mal 17 Milliarden. 17 Milliarden, okay. Es sind 110 Milliarden. Ach. Wer braucht 110 Milliarden? Na er. Ah, okay, danke. Nächstes Thema. Nee, ich habe gelesen, in Amerika zum Beispiel war in den 50er Jahren ab einem Einkommen von irgendwie 2 Millionen oder so, wurde alles, was du einnimmst, mit 91% versteuert. Ja. Und in den 50er Jahren ging es Amerika da schlecht, nicht, dass ich wüsste. Da ist irgendwie Elvis passiert und so ein Scheiß. Stimmt. Also gute Zeit. Aufgrund dessen. Komisch. Und ab irgendeinem Punkt, ja, wenn wirklich, wenn Jeff Bezos, es wird ja immer mehr, wenn der nächste reichste Mensch, ja, dann irgendwann eine Billion hat, irgendwann kannst du dieser Sache nicht mehr Einhalt gebieten, weil dieses Geld dann so eine Macht hat. Ja. Mhm. So, und also. Hashtag egal. Umverteilung, ich sag's doch. Ich bin genau dafür. Zwei Sachen will ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen breche ich es nur kurz runter. Diese Twitter-Regulierung, die ich im letzten Podcast noch gelobt habe, wurde jetzt nämlich auch kritisiert. Und da dachte ich mir, ja, ist voll sinnvoll. Du meinst die politische Werbung? Genau, politische Werbung ist verboten, aber offenkundig ist es gar nicht so geil, denn zum Beispiel so Ölcompanies, ja, so fossile Brennstoffscheiße, die dürfen weiter Werbung schalten, aber irgendwelche politischen Organisationen, die zum Beispiel dagegen sind, ja, die einfach Umwelt schützen wollen, dürfen keine Werbung schalten, weil sie halt politisch sind. Ich dachte, Parteien dürfen das nicht machen. Nee, allgemein, was irgendwie politisch ist, das ist dann doch nicht so geil. Dann behaupte auch ich das Gegenteil. Ich bin auch eher dagegen. Ja. Folgt mir, Leute, ich gehe euch nach oder so. Wie war es mit der guten Angela Merkel? Nee, warte. Warte, folgt mir, Leute. Ich weiß, ist ja scheißegal. Und Microsoft in Japan, das wollte ich noch ansprechen. Die haben jetzt mit dem 3-Tage-Wochenende experimentiert. Mhm. Und siehe da, die Produktivität hat sich gesteigert. Hab um ich gelesen. 40%. Ja. Wer hätte das gedacht? Weniger arbeiten, dafür produktiver. Das ist halt auch so, ne? Das ist ja auch gar nicht so, also menschheitsgeschichtlich gesehen ist das gar nicht so neu. Ist nicht gewollt, ich weiß. Also, nee, nicht biologisch, sondern das ist ja auch erst durch die Industrialisierung gekommen, dass du überhaupt so eine Art von Arbeit hast und dieses 9-to-5 oder diese halt 8-Stunden- oder 40-Stunden-Woche oder. Das passt nicht zum menschlichen Wesen tatsächlich. Ja, und das davor war das ja auch eher so, da hat zum Beispiel der Bauer hat halt sein Feld bestellt und hat halt auch gearbeitet, wie er gerade wollte, mehr oder weniger, ist halt früh mit dem Hahn aufgestanden, was weiß ich, also diese Retro-Hipster-Scheiße, die man da so macht. Und dieses ins Korsett gesteckte, ja, ich habe so viele Kumpels, die irgendwie sagen, ja, das ist total sinnlos, was ich werde dafür bezahlt, dass ich auf Arbeit sein muss, alles, was ich hier mache, könnte ich auch zu Hause machen, in weniger Zeit, aber ich muss halt diese 8 Stunden hier sein, was das total absurd ist. Da hast du weniger Ablenkung halt auf Arbeit, ne? Aber eine Sache muss ich nochmal zu denken geben, weil ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Es motiviert dich ja sehr hart, weil du derjenige bist, der es austesten darf. So, wenn das alle haben, ist, glaube ich, das ein bisschen weniger hart, dieser Produktivitätsboost, ja, wenn es normal ist. Aber die Tendenz ist ja schon mal da. Ja. Und die reicht ja eigentlich aus, um das zu begründen, um das gut zu finden. Wollte ich immerhin mal kurz angesprochen haben. Ich habe auch noch eine witzige Geschichte. Ja. Und zwar das große Comeback von James Dean. James Dean. Du kennst James Dean, den großen Schauspieler? Ist der nicht schon lange tot? Schon lange. Okay. Und es ist kein Scherz, er soll die Hauptrolle in einem neuen Film übernehmen. Digital oder wie machen sie das? Genau, die wollen quasi ihn digitalisieren. Der Regisseur meinte, sie haben für die Rolle einfach keinen Schauspieler gefunden und dachten, auf diese Rolle passt nur James Dean. Aha. Und jetzt wollen sie mit Computertechnik wieder aufstehen erlassen und die Stimme von einem Synchronsprecher quasi
einsprechen lassen. Das hat ja in Star Wars Rogue One schon so toll geklappt. Es ist nicht. Doch, das ist doch selten dämlich, weil es gibt so viele lebende Schauspieler, die dringend Rollen brauchen, die davon leben wollen. Was machen die? Die suchen sich einen Schauspieler aus. Durch die Blume will Tino sagen, nehmt mich. Nehmt doch einfach mich, ich lebe noch. Ich habe keinen Autounfall gehabt. Besetzt mich. Hm. Auch wenn ihr Nazis seid als Regisseur. Ist mir egal, Hauptsache ihr zahlt Geld. Wusstest du, dass man Papier nach dem benannt hat? Nach James Dean? DIN A4, DIN A3. Ah, DIN, so ja, stimmt. Ja. In egal. Ehre, weil auch so platt dann war von dem Autounfall. So ihr merkt, die Stunde ist vorbei, die Witze werden schlechter, aber was sagen wir denn zu dieser Woche, Tino? Ach so, eine Sache, bevor du das bewertest, muss ich das noch sagen. Epstein, ja, haben wir ja berichtet, ist jetzt nochmal ein bisschen aufgeflammt, weil jetzt immer mehr Leute gesagt haben, also irgendwie gab es einen offiziellen Gerichtsmediziner, der hat gesagt, nö, das war schon Suizid, aber vielleicht hat er das auch nur gesagt, weil er Angst hat, selber an Suizid zu sterben, ohne sein eigenes zu tun. Und jetzt haben auf jeden Fall ein paar andere, die sich das irgendwie auch nochmal angeschaut haben, gesagt, dass da wohl Strangulationsmerkmale an seinem Hals zu finden seien. Das habe ich erst nur in so The Sun und so unseriöser, also The Sun ist so in England so die Bild-Zeitung so ein bisschen. Aber mittlerweile berichten halt sehr viele seriöse darüber, also kann schon sein. Außerdem ist ja der Zweifel daran, glaube ich, schon ein bisschen gerechtfertigt. Bald kommen so geheime Tagebücher von Epstein, dass er ja so Sexfantasien hatte, wie er gewirkt wird und so. Sorry, ich hatte direkt irgendwie wie Epstein auch auf dem Balkon, auf dem Dachboden sitzt zusammen mit Anne Frank, nur weil du Tagebuch gesagt hast. Genau. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Naja, das wollte ich ausdrücken. Also Anne Frank wäre bestimmt sein Beuteschema gewesen. Ja, stimmt. Von daher. Es ist ja traurig, aber ja, also es ist so. Nun, das auf jeden Fall dazu. Also, was sagen wir zu der Woche? Was sagen wir zur Woche? Es war jetzt, ich fand den Nazi-Notstand sehr schön, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es nicht viel Geiles passiert. Ja, es sind viele kleine Sachen wieder mal. Ich habe das Gefühl, wir sagen das zu oft und dann so, oh, ja, sag mal 6,5. Aber 6,5 würde ich nicht mal sagen. Nee, das ist zu viel. Ja. Ich bin sogar fast bei einer 4. Bei einer 4? Also ich hätte jetzt eher 5 gesagt. Das Ding ist, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, eine 0 wäre halt schlecht. Eine 1 wäre richtig schlecht, also okay. Aha, eine 0, so rum, funktioniert das. Nein, also eine 0 ist halt gar nichts, wenn halt wirklich gar nichts passiert ist. Da ist eine 5 ja echt krass eigentlich schon. Ja, eben. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel 4,5 sagen würden, heißt das ja nicht, dass die Woche richtig beschissen war. Nee. Sondern einfach, das ist ja halt, ja, normal. Aber es war halt beschissen, ne? Es war halt so eine normale Woche. Ja, so eine normale Woche halt, ne? Wenn hier der Nazi-Notstand in Dresden ist, das passiert ja. Ja, das ist ja auch eine Symbolwirkung. Und dass wir Nazi-Notstand haben, ist ja jetzt auch keine neue Nachricht. Ja, das stimmt. Also ich bleib bei 4. Ich weiß nicht, was du sagst. Wir können uns dann in der Mitte treffen. Ja, lass 4,5 machen, weil mein erster Impuls war so bei 5. Dazu kommt noch was, da kann ich jetzt im Outro nochmal ansprechen, in 2-3 Minuten, was wir haben. Death Stranding ist ein neues Videospiel, was rauskommt. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen... Totgestrandet. Ja, also der gestrandete Tod wird es wohl übersetzt, so, aber ich spiele es nicht auf Deutsch. Ich habe es heute, seit heute habe ich es zu Hause liegen. Ich habe es nicht selber bezahlt, weil ich habe kein Geld, gib mir Geld. Hast du sponsern lassen? Nee, also ja, es hat sich halt jemand gekauft und ich spiele es halt zuerst. Ah. Ja. So weil Outer Worlds ist halt auch noch rausgekommen und das wird zuerst gezogen. Ist egal. Auf jeden Fall ist es das neue Spiel von Hideo Kojima, das Mastermind hinter Metal Gear Solid 3, was ich ja eigentlich in jedem Podcast erwähnen wollte und jetzt ein paar Wochen vergessen habe, aber jetzt bin ich wieder völlig auf der Höhe. Also Metal Gear Solid 3 ist das beste Spiel der Welt, labert mich jetzt mal. Death Stranding wird nämlich gerade sehr, sehr kontrovers bereviewt. Oh. Ja, und da sagen die einen, das geilste Spiel aller Zeiten, die anderen sagen, das ist ein Walking Simulator, da geht gar nichts, super langweilig, ich kann mir jetzt endlich eine eigene Meinung bilden, bin gespannt und find's aber gut, dass das so existiert, das ist quasi, musst du dir so vorstellen, diese Marvel-Filme kennst du ja auch, wo quasi jeder Film genau die gleiche Scheiße ist, ja, mit einem anderen Kostüm. Ja, quasi. Ja. Ist echt so. Ist wirklich so. Und das ist aber jetzt dadurch, dass Hideo Kojima so ein großer Name ist und auch ein Schauspieler, zum Beispiel Mads Mikkelsen, den kennst du doch auch, oder? Nee. Du bist so hässlich. Hannibal. Kennst du nicht? Dumm bin ich, ja klar, aber ich kenne den ganzen Namen immer nicht. Ja, aber Mads Mikkelsen ist so ein Christoph-Waltz-Typ. Der ist wirklich, den solltest du dir mal angucken. Du bist doch Schauspieler, warum guckst du keine Filme? Bist du ich gucke Filme, aber ich merke mir das mal alles nicht. Okay. Hast du Adams Äpfel gesehen? Nee. Meine Lieblingskomödie. Mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Da spielt er einen Pfarrer. Großartig, wirklich. Das ist ein dänischer Film. Dänische Filme sind sehr, sehr lustig. Empfehlung geht raus. Egal, der spielt halt in dem Death Stranding spielt er auch mit. Dann der Hauptdarsteller, der aktuelle Hauptdarsteller von The Walking Dead spielt er auch mit. Mhm. Ja, so. Und solche Leute kommen da zusammen.
Deswegen ist es trotzdem ein AAA-Projekt, also wirklich, ja, AAA besonders groß, besonders bekannt, besonders teuer, was weiß ich. Mhm. Aber das Spiel an sich ist halt so gar nicht Mainstream. Und das finde ich das Geile. Und deswegen wird es so kontrovers diskutiert. Also können wir uns freuen auf eine Review nächste Woche. Wahrscheinlich, im Brennpunkt. Ja. Wahrscheinlich. Ob es sich für euch lohnt. Ja. Aber ich finde es halt geil, solche Projekte zu unterstützen, auch wenn es jetzt nicht das geilste Spiel ist. Und auch Metal Gear Solid 5 jetzt, sein letztes davor, fand ich jetzt auch gar nicht so geil, muss ich sagen. Spielerisch top, aber alles da drumherum nicht so. Egal, das wollte ich nur noch mal loswerden. Oh, eine Stundenregel. Tschüss, liebe Leute. 3-Sekunden-Regel. War schön mit euch. Ja, sorry, wir sind halt über die Zeit, Tino. Ja, ich weiß. Wir sehen uns im Hörerwunsch, hören uns im Sehenwunsch. Ich mach doch nur noch Konversationen zum Ende raus. Ach so, damit das so professionell wirkt. Richtig, wir reden noch weiter. Damit aus der Sendung gleiten. Richtig. Wie, das, ja. Da können wir ausgefädelt werden, die Musik wird lauter. Ja. Und dann hört man nochmal so einen Penis. Genau. Und dann denken wir sich, ey, was ist da los? Kauft uns für 20 Euro.